So. Ja, gerne. Shannon ist richtig, Shana. Richtig. Wieso sage ich denn immer Shannon? Sorry. Keine Ahnung. Shana, bitteschön. Magst du einmal dem Chat Hallo sagen? Hi, Chat. Ja, ich habe ja Teil gestern schon kennengelernt beim Mitlesen. Mega cool. Ich bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Ja, die haben auf jeden Fall ganz viel zu erzählen. Vor allen Dingen haben sie viele, viele Fragen. Da sagt auch jemand direkt Hallo. Dann habe ich hier wieder Jill mit G. Das stimmt doch nicht. Ich bin noch mit J. Das ist wie Shannon. Ja, ja, genau. Da haben wir es. Erzähl mal, was hast du heute schon so hier bei uns gemacht? Ja, ich bin heute Morgen angekommen. Ich durfte erstmal meditativ Bändchen flechten. Sehr schön. Zeig mal, wie sehen die aus? Ja. Mega. Ja, mit Regenbogen und den Namen von meiner Nichte. Süß. Ja, und meine Nichte hat das Gleiche bekommen, nur klein. Schön. Und ja, erst nach Mittagessen ging es für mich so richtig los. Also ich war dann in der Maske und habe dann direkt Schlag auf Schlag erst Fotos gemacht und dann ein Interview. Und jetzt eben gerade hatten wir das Social Media Coaching von Fabhouse und jetzt sitze ich hier. Sehr schön. Bist du denn eigentlich auch bei Twitch selber aktiv? So halb. So halb? Ja, also ich habe letztes Jahr sehr viel Online-Weinproben gemacht. Cool. Und die haben wir auf Twitch gemacht, weil ich gedacht habe, okay, YouTube ist eher so das ältere Publikum, Twitch eher das jüngere. Problem ist, wir haben mit einer Software gestreamt, die nicht beide Programme gleichzeitig akzeptiert hat. Ah, deshalb habe ich mit Twitch aufgehört. Genau. Ah, schade. Aber da wir das dieses Jahr wieder machen, habe ich gesagt, okay, ich muss das irgendwie anders lösen, weil das halt einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit ist, Leute zu erreichen, halt auch irgendwie eine Botschaft weiterzugeben. Ja, mega. Und ich sehe gerade, hier kommen auf einmal Leute angerannt. Meine nächsten Gästinnen nämlich. Ich freue mich sehr. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einfach in Molly. Okay. Du kannst das Mikro gerne mitnehmen. Mach ich, aber du musst vorgehen. Ja, ich gehe vor. Rein in die gute Stube. So. So sieht das in echt aus. So sieht das in echt aus. Du darfst dich gerne mir gegenüber setzen. Noch einer neben Shana und dann noch jemand zu mir. Hallo. Schönen guten Tag. Perfekt. Ich muss direkt fragen. Sag mal bitte, wie ich deinen Namen richtig ausspreche. Justice. Justice. Ja. Perfekt. Justice, du sitzt direkt vor der Kamera. Man sieht nur deinen Hinterkopf. Deswegen magst du ein bisschen rumrutschen. Genau. Wir haben aber auch hier da eine Kamera und da. Deswegen, also wir gucken uns ja auch untereinander an. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass wir nur in diese Kamera starren. So, erstmal schön, dass ihr da seid. Wir haben hier heute eine kleine Talkrunde. Ich bin jetzt hier ganz irritiert, weil wenn man so halb den Chat mitliest, also nicht irritieren lassen von mir, wenn ich manchmal irritiert bin. Ich versuche nur unseren Chat hier gut mit einzubeziehen. Wir sind heute hier zusammen, weil wir nämlich über ein ganz spannendes Thema ein bisschen sprechen. Und zwar heißt unser Format Hashtag Nachgefragt kulturelle Aneignung. Herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Twitch-Talk über Themen, die bewegen. Wir bieten Meinungsmacherinnen eine Plattform für Austausch und Diskussion zu gesellschaftsrelevanten Themen. Alles nur geklaut. Das Thema kulturelle Aneignung bewegt die Gesellschaft. Ein Winnetou-Buch wird zurückgezogen, weil es den Massenmord an amerikanischen Ureinwohnern romantisiere. Konzerte werden abgebrochen, weil weiße MusikerInnen Dreadlocks tragen. Wir stellen unseren Gästinnen die Fragen, welche kulturellen Aneignungen sind legitim? Welche sind es nicht? Und wie bewahren wir einen respektvollen Umgang zwischen Übernahme und Würdigung? Und jetzt sage ich noch mal ganz kurz was zu euch als meine Gästinnen. Einmal auch, damit ich deinen Namen richtig ausspreche. Dunja, genau, ist richtig? Perfekt. Dunja, sie möchte durch ihre Ausstrahlung allen Frauen ein gutes eigenes Selbstwertgefühl vermitteln. Dunja selbst trägt eine Hijab. Ja. Wie steht sie zum Thema kulturelle Aneignung? Dann haben wir Justice. Mit ihrem Unternehmen dekolonialestadtführung.de klärt sie über die deutsche Kolonialgeschichte auf. Das Ziel dabei, sie möchte mehr Menschen dazu motivieren, sich mit dem Thema Rassismus und dem kolonialen Erbe Deutschlands auseinanderzusetzen. Deswegen sitzt sie auch genau richtig hier in diesem Talk. Dann haben wir Nena. Sie ist passionierte Eventmanagerin und DJ aus Leidenschaft. Sie liebt es, neue Styles auszuprobieren. Dazu gehören zum Beispiel auch Cornrows. Vielleicht würden diese Art der Frisuren als kulturelle Aneignung bezeichnen. Wie sie selbst zu dem Thema steht, wird sie uns in diesem Talk verraten. Und dann habe ich hier noch Shana. Als Jägerin und Winzerin möchte sie andere Menschen dazu ermutigen, sich mehr Gedanken um unsere Erde zu machen. So, ihr Lieben, erstmal schön, dass ihr da seid.
Ich fange mal direkt einfach mit der ersten Frage an. Dunja, magst du das Mikro einmal nehmen? Und ja. Ganz wichtig ist mir, wenn ihr, wenn es soll nicht so ein Frage-Antwort-Ding sein, sondern ihr könnt echt gerne auch darauf reagieren, irgendwie sagen, ja, sehe ich auch so, weil bliblablub, weil das ist uns irgendwie so für unsere ZuschauerInnen noch nicht so toll. Aber wir müssen das Mikro in der Hand haben. Genau, genau. Ja, einmal kurz Finger heben oder so. Okay. Also, das Thema kulturelle Aneignung wurde zuletzt auch auf unserem Kanal heiß diskutiert. Und in welcher Form ist dir dieses Thema bereits selbst begegnet? Also ich selber trage ja das Kopftuch erst in diesem Jahr, hatte das tatsächlich schon seit, ich bin 10, also habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, das zu tragen, habe ich dann auch dafür entschieden, war dann für 2, 3, 4 Monate dann da drin und dann fing es nämlich schon an. Ich wurde nicht nur ein bisschen, sondern wirklich etwas beeinflusst, dass ich zu jung bin, ob ich sicher bin. Und als Kind bist du da wirklich noch naiv oder glaubst noch daran und denkst dir so, Und dann habe ich das tatsächlich ausgezogen und dann fing so meine schlechte Phase an, wusste gar nicht mehr, was ist. Und mir wurde dann daraufhin immer wieder dann klar gemacht, hey, du hattest doch Kopftuch, warum machst du jetzt das? Also das ist mir schon früh begegnet, mit jungem Alter, tatsächlich auch schon in der Grundschule, wegen meinem Namen Dunja. Früher hat man so gesagt, ja, Dünnschiss oder sonstiges. Ja, oh, es ist wirklich krass, ja. Aber ich war halt wirklich so, dass ich mitgelacht habe. Also ich wusste gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber wie ich heute dazu stehe, ich habe wie gesagt, im März dann die Entscheidung getroffen und für mich war das so, ich bin davon überzeugt, dass wir alle das haben, was wir brauchen, um das zu bekommen, was wir wollen. Und deswegen weiß ich ganz genau, wenn ich etwas ausstrahle, dann bekomme ich das auch wieder zurück. Gesetze anziehen, kann man ja so sagen. Ja, deswegen bin ich ja mega offen und sage einfach ganz klar, be positive, denk in die Richtung und du bekommst das auch zurück. Ja. Natürlich, wenn ich dann dementsprechend denke negativ, dann kommt mir auch das Negative zurück. Voll das schöne deswegen, Mindset. Dankeschön, Dankeschön. Voll. Aber deswegen bin ich hier, um das auch weiterzugeben. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Sehr schön. Was war ausschlaggebend, dass du dich jetzt dann für das Kopftuch wieder entschieden hast? Die Frage bekomme ich oft gestellt. Also als ich das Kopftuch ausgezogen habe, war ich in einer Phase, wo ich tatsächlich nicht wusste, wer ich genau bin. Und ich wurde von Freunden beeinflusst, generell von allem. Und es war alles so indirekt, dass man sich verstellt hat. So wusste ich ebenso nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht, was diese Welt ist. Ich wusste nicht, was Gott ist. Also ich sage ganz klar was, weil es ist natürlich ein Wer oder was auch immer. Und für mich war immer die Frage, okay, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Nicht wer bin ich, sondern wer bin ich wirklich? So, wer bin ich wirklich ganz tief in mir? Und was will ich wirklich? Und ich wusste ganz genau, ich bin mehr als ich weiß und glaube von mir. Und mein Ziel oder euer Ziel, ich glaube, alle, die hier sind, wollen die beste Version von sich selber sein. Ja. Und deswegen war für mich einfach immer schon so klar, weil die erste Priorität ist für mich einfach mein Glaube. Ja. Einfach, ich bin davon überzeugt, auch ebenso, oder glaube daran, dass da jemand ist, der uns erschaffen hat und das hier. Wenn man irgendeinen Porsche hinkriegt, dann gibt, also bitte, dann muss es doch etwas Mächtiges geben. Und deswegen habe ich im März dann gesagt, hey, Dunja, ich habe ein Jahr lang wirklich aufgehört zu urteilen, aufgehört auf andere zu hören und habe mir wirklich mal die Religion angeschaut. Und ich bin im Koran hängen geblieben, habe angefangen, mich selber damit zu beschäftigen, zu beten und wirklich mir selber diese Meinung zu machen. Und dann war für mich an irgendeinem Tag dieser Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, dass mein Leben, also als ich reflektiert habe, wirklich komplett verändert war oder ich als Person. Und dann dachte ich mir von heute auf morgen, machst du es jetzt? Ja. Und dann habe ich mich entschieden. Also es war wirklich von heute auf morgen. Am nächsten Tag kam aber natürlich wieder, bist du dir sicher? Ja, ja. Ich glaube, das ist im Leben so oft so, ne? Dass man, wie du, ich finde, du hast es total schön gesagt, was man wirklich ist. Ne? Weil ich glaube, man redet sich auch ganz oft ein, wer man ist. Und lässt sich total beeinflussen. Und ich finde es ultra stark auch von dir, dass du auch so mutig bist, weißt du, und so optimistisch. Und ich glaube auch, dass du wirklich im Alltag echt viel auch nicht so schönen Dingen irgendwie so erlebst, gerade in der Gesellschaft, weil ich weiß nicht, wie hoch die Akzeptanz wirklich ist, weil ich kann mich ja nicht in deine Situation hereinsetzen. Das finde ich total wichtig, darüber zu sprechen und ich finde, das ist echt total mutig, deswegen finde ich es echt mega, mega stark, dass du auch hier bist, Dunja. Dankeschön. Schön. Also zum einen, das ist auch eine gute Frage, tatsächlich werde ich das öfter gefragt und ich sage immer wieder, ich kann es nachvollziehen, das ist absolut eine berechtigte Frage, zu fragen, wie ist es eigentlich am Alltag? Und ich muss wirklich sagen, zu 99%, ich kann sogar noch ein Komma
irgendwas Periode sagen, ja, ist es absolut positiv. Wow. Also wirklich, ich glaube wirklich, mega, an die Energie, also es ist wirklich positiv. Ja. Diese 1% oder weniger sind vielleicht Menschen, die Urteile haben, zum Beispiel auf der Arbeit. Ja. Ja, schläfst du auch mit dem Kopftuch? oder ich war im Fitnessstudio, da kommt einer auf mich zu und sagt so, ist es eigentlich, gehst du auch damit duschen? Weißt du was? Nee, stopp, stopp. Also das sind so, das nenne ich nicht negativ, aber ja, das gehört so ein bisschen, ja, das sind Urteile. Aber wie gesagt, ich strahle das wirklich so aus. Also ich sag auch immer, es gibt wirklich, ja. Ihr braucht mich gar nicht, glaube ich. Wohnst du in der Stadt oder auf dem Land? Oh ja, gute Frage. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz stark davon abhängig, wie die Leute dich wahrnehmen, je nachdem, was sie so drumherum gewöhnt sind. Ja. Sagt euch Trier was? Klar. Ja. Ich komme aus Trier. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es Dorf, Stadt, Land Stadt, nenne. Stadt. Ja, ja, ich schon auch. Ja, Stadt. Ich glaube, 100.000 Einwohner. Ja, hat, ist schon bei 100.000 und mehr, ja, genau. Ist es eine Kleinstadt, würde ich aber trotzdem sagen. Jeder, ja, kennt jeden. Und ebenso kennt man mich. Man kennt auch meine Vorstory. Ja, wie soll ich sagen? Also die Menschen wissen, wer ich war, und wenn mich wieder mal Leute treffen, zum Beispiel ein gutes Beispiel, habe ich vor einigen Wochen jemand im Fitnessstudio gesehen und sie meinte sonst, also sie hat mich gar nicht gesehen. Ich wusste aber, sie weiß trotzdem, wer ich bin, aber, mhm, sie erkannte mich noch ohne Kopftuch und meine Vorstory. Und dann bin ich auf sie zugegangen und die wollte erstmal Kontakt vermeiden, was ich auch verstanden habe. Mhm. Aber dann war sie erstmal so, hat gedacht, okay, stopp, und hat sich wirklich mit mir ausgetauscht, hat mich erstmal Fragen gestellt und war erstmal fasziniert überhaupt, was alles in dieser Zeit passiert ist. Total. Deswegen, ja, man gibt es einfach zurück, also man bekommt das, was man glaubt, und deswegen das Mindset wirklich beibehalten, aber klar. Ja. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ja, alles ich super. Das alles gut. Genau. Justiz, ich habe eine Frage an, ja, dich. Und zwar, also du beschäftigst dich ja auch mit der deutschen Kolonialgeschichte. Ich finde es mega spannend. Wie bist du dazu gekommen? Also das erste Mal, als ich im afrikanischen Viertel war, in Wedding, in Berlin. Du kommst also aus Berlin. Genau, ich wohne jetzt dort. Ja. Bin vor 8 Jahren ungefähr dahin gezogen und habe dann in einer Gruppe quasi so eine Tour mitgemacht im afrikanischen Viertel. Und als ich da erstmal angekommen bin, habe ich halt gedacht, okay, wir werden jetzt ganz viele afrikanische Restaurants uns anschauen und ein bisschen über die Kultur, über die verschiedenen Kulturen sprechen. Mhm. Und dann ging es in dem Viertel, also es ist ein Wohnviertel, eigentlich ausschließlich um die Kolonialgeschichte. Und ich war so, okay, habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Genau, und dann fand ich es einfach, hat es mich einfach immer mehr interessiert. Ich habe einfach super viel selbst recherchiert über das Thema. Und dann, ja, fand ich es halt, wollte ich mich ja sowieso selbstständig machen und wollte aber irgendwie auch ein Thema angehen, was mich dauerhaft interessieren wird. Genau, und dann, ja, also immer mal wieder bin ich über das Thema gestoßen, auf das Thema gestoßen, und dann habe ich halt irgendwann gedacht, so irgendwie schade, dass das zwar angeboten wird, aber super kompliziert ist, immer so eine Führung zu machen, also weil man muss eine Gruppe sein, dann antworten die Leute nicht so richtig und so. Ja, und deswegen, stimmt. Ja, und deswegen habe ich ja halt gedacht, okay, weißt du was, wir machen es so einfach zugänglich wie möglich. Genau, und dann habe ich das mal ausprobiert, dann kam es voll gut an und ja. Jetzt bist du damit voll selbstständig, also genau, das ist so dein genau. Vollzeitjob. Ja. Cool. Ja. Wie viel ist das dann so? Ist das täglich? Also täglich mache ich etwas. Mhm. Also manchmal ist es irgendwie administrativer und dann manchmal habe ich 2 Touren an einem Tag oder wow. so. Genau, also es kommt immer drauf an, aber wir haben feste Tage, samstags und sonntags, da haben wir auf jeden Fall immer 2 Touren. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, genau, und unter der Woche halt so private Touren. Ja. Du kommst ursprünglich aus Afrika, ist das richtig? Ja. Genau. Wenn du jetzt die afrikanische und die deutsche Kultur vergleichst, ne? Erzähl mal so ein bisschen, gibt's da Parallelen? Du kannst auch über die Unterschiede sprechen. Genau, also ursprünglich bin ich halb Kongolesin, halb Angolanerin. Mhm. Und dann mit der deutschen Kultur würde ich jetzt sagen, dass es jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten gibt. Und Unterschiede. Ich glaube, das ist so die Lebensperspektive eigentlich einfach, die so komplett unterschiedlich ist. Also bei der kongolesischen Kultur ist es eher, bist du halt eigentlich eher
durch andere Menschen quasi. Also das heißt, deine Rolle in der Community ist irgendwie, also kommt auch irgendwie darauf an, was du quasi beiträgst, mhm, oder wie du halt deinen Beitrag leistest. Und ja, ich glaube, Deutschland ist ja sehr individuell, mhm, so, und genau. Nicht so gemeinschaftlich vielleicht auch, wenn man das so ein bisschen... Ja, also man ist halt dann, ja, bei der einen Kultur ist es halt eher so, okay, wir sind die Community, die halt erstmal irgendwie im Vordergrund ist, und mhm, demnach basieren trifft man eigentlich so Entscheidungen, was ist gut, mhm, für uns alle so. Mhm. Und bei in Deutschland ist es ja eher so, okay, ich will mich selbst verwirklichen, ja, und so. Ja, daher muss man schon einen Spagat machen, mhm, quasi. Genau, aber andererseits hat es mir auch die Möglichkeit gegeben, aus beiden Kulturen so das zu picken, mhm, was für mich am besten ist, ja, und wo mich wohlfühlst. Genau, ja, am meisten wohlfühle. Ja, cool. Mhm. Vielen Dank. Ja. Nena, ich habe eine Frage an dich. Also, ich habe ja schon vorhin erzählt, du liebst es ja auch mal, neue Styles auszuprobieren. Genau. Dazu gehören jetzt zum Beispiel auch so Cornrows. Mhm. Vielleicht einmal kurz für die Community, was Cornrows sind, dass du es einmal kurz erklärst. Und ja, wie war so das Echo, als du das ausprobiert hast? Genau, also Cornrows ist eine afrikanische Kultur. Genau, kommt aus der afrikanischen Kultur, und das sind eben hier, also so eine Flechtfrisur, die, mhm, man in verschiedenen Reihen, das kann man sich aussuchen, ne, wie viele Reihen man haben möchte, mhm, und ist eben an der Kopfhaut entlang geflochten. Mhm. Genau, und ich habe das erste Mal Cornrows ausprobiert vor 3 Jahren. Mhm. Und ich bin jemand, der auch super viel reist und immer versucht, irgendwie in neue Kulturen einzutauchen. Ja. Und auch als DJ bin ich sehr viel unterwegs. Und ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren eben. Und habe dann angefangen, Cornrows zu tragen. Mhm. Habe das 2 Jahre lang getragen, die, mhm, Frisur. Und jetzt tatsächlich auch bei Miss Germany habe ich das erste Mal sehr viel Kritik dafür bekommen. Mhm. Das kannte ich davor gar nicht. Ich habe auch sehr viele Freunde, die afrikanisch sind, mhm, und die haben nie da irgendwie gesagt, dass es sie stört oder, mhm, irgendwas in die Richtung, und deswegen war ich sehr überrascht, dass so viel Kritik kam, und habe mich dann auch bewusst kurz zurückgenommen, habe die Cornrows auch aufgemacht und habe geguckt erstmal, okay, warum steht das so in der Kritik und, mhm, was sind die Punkte, oder, also man muss bei dem Thema auch immer sehr sensibel, ja, total, sein, weil es ein, ja, sehr emotional geladenes Thema, und es hat eine sehr lange Historie, mhm, genau. Und deswegen muss man da auch vor allem als weiße Person auch einen Schritt zurückgehen und sich alle Seiten anhören und sich dann eine Meinung bilden. Ja, total. Genau, aber ich war natürlich trotzdem überrascht, wie viel Kritik diese Frisur bekommen hat. Ja, ja. Aber generell so kulturelle Eigenschaften, also jede Kultur hat ja irgendwie so seine eigenen Eigenschaften, wie jetzt bei den Cornrows zum Beispiel. Wie seht ihr das denn, dass eine andere Kultur das dann irgendwie auch für sich nutzt? Also seht ihr das eher kritisch, weil ihr irgendwie sagt, das kann nur die eine Kultur machen, die es auch quasi geschaffen hat? Oder sagt ihr so, hey, wir sind tolerant und wir wollen das gerne, dass jeder das irgendwie darf? Ich weiß nicht, Dunja, du wolltest auch was sagen, Dunja gerne zuerst und dann Shanna. Mhm. Tatsächlich haben wir im Zug uns da auch mal kurz zusammen. Also zusammen hergekommen, habt ihr euch getroffen? Um dieselbe, ja, Uhrzeit. Ah, witzig. Ja, okay. Ja. Also ich sag mal so, dadurch, dass ich ja gläubig bin, glaube ich auch daran, dass die Menschen ja alle so unterschiedlich bewusst aufgebaut sind. Also wir, mhm, sind wirklich, es wäre ja auch langweilig, wir müssen mal so oberflächlich sagen, wenn wir alle gleich wären. Ja. Da gäbe es gar nicht diese Diskussionen. Ja. Deswegen, sag ich so, wer sind wir überhaupt, mhm, dass wir uns nicht damit beschäftigen dürfen, oder ich mir vielleicht ihre Kultur, also ich komme aus demselben Kontinent, ja, aber trotz allem, wer bin ich, dass ich mir es nicht erlaube oder sie es mir nicht erlaubt, die Kultur anzuschauen, oder wer sind die Leute, die dir sagen, ich meine, vielleicht kanntest du die nicht mal, aber dass, ja, die dir sagen, hey, Punkt, 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 Kritik. Ja. Also ich sage ehrlich, man darf offen damit umgehen, aber man sollte auch sensibel damit umgehen, ja, weil es immer noch diesen einen Teil gibt. Genau, weil es immer noch diesen einen Teil gibt, der da wirklich hart mit umgeht. Ja, genau. Ich glaube, Shanna wollte auch noch, ja, kurz sagen. Ja. Alles gut, nein, super. Ja. Ich hatte ja das gleiche Problem wie du, Nena. Also ich bin ja auch mit den ersten Fotos mit Dreadlocks drauf, und
waren ja du und ich waren die beiden, die die Kommentare bekommen haben. Und prinzipiell ist es halt auch wieder ein schwieriges Thema, weil einerseits muss man schauen, dass man keine Emotionen von Leuten verletzt, aber auf der anderen Seite ist halt auch dieser Punkt, wo ich sage, Kulturen leben ja davon, dass sie nicht isoliert voneinander existieren, sondern dass sie sich miteinander vermischen. Und es ist ja auch, oft sind Dinge nicht nur an einem Punkt auf der Welt entstanden. Also Dreadlocks ist so eine Sache. Natürlich ist es ganz stark mit der afroamerikanischen Kultur verwurzelt und auch mit der jamaikanischen Kultur. Aber es ist ja auch im Norden von Europa zum Beispiel ist das ja genauso gewesen. Und es ist halt schwierig. Also letztendlich, es gibt eine Vermischung von Kulturen immer und überall. Und auch durch die Vermischung geht es ja irgendwie weiter. Und damit wird auch alles irgendwie anders und bunter. Ja. Und ich denke, das ist auch auf jeden Fall ein Aspekt, den man mit reinnehmen sollte, auch wenn es nicht der einzige Aspekt zu dem Thema ist. Ja. Ja, also ich bin auch dafür, dass man sagt, ja, Kulturen sollten sich auch weiterentwickeln und so weiter. Ich glaube, was wirklich das ist, was eigentlich die Leute kritisieren und wo ich auch Verständnis für aufbringe, ist einfach, dass ich meine, so wenn gerade weiße Menschen die Frisuren von Afrikanern oder tragen, dann ist das ja schon eine Art so Zelebrierung, ne, der afrikanischen Kultur, und das ist eigentlich so vom Prinzip her und von der Denkweise super schön. Das einzige Problem, und das ist halt das wirklich das, was halt das Verletzende ist, ist, dass wir halt in anderen Aspekten noch gar nicht so weit sind, dass wir zelebrieren können. Ne? Okay. Also Rassismus ist halt gerade so ein Thema, was wir jetzt erst aufarbeiten und was ehrlich gesagt erst seit 2 Jahren wirklich kein Tabuthema mehr ist, dass es ein Thema ist, was wir ansprechen dürfen als nicht weiße Menschen. Und jetzt gerade ist auch eher so noch die Phase, wo die Leute überhaupt verstehen, okay, was ist überhaupt Rassismus? Also bei den meisten ist irgendwie in den Köpfen, okay, wenn ich jetzt als weiße Person eine nicht weiße Person irgendwie attackiere, dann das ist Rassismus. Ja. Aber Rassismus wirkt sich in so vielen Weisen aus und das wirklich beeinflusst oder beeinträchtigt die Lebensrealitäten von so vielen Menschen. Klar, auch du, wenn du sagst, ja, ich habe über voll viele Sachen weggelächelt oder gebe dann halt einfach was Positives zurück, dann ist das voll gut, aber das ist für dich auch deine Überlebenstaktik, die für dich funktioniert. So, und das Ding ist halt, wenn du halt auf der einen Seite siehst, dass du mit so vielen Sachen kämpfst, ja, als nicht weiße Person, ja, dass du nicht akzeptiert wirst oder dass du eigentlich bei einem Vorstellungsgespräch dein Afro tragen möchtest und es eigentlich nicht kannst, weil du weißt, dass du unprofessionell als unprofessionell eingestuft wirst oder keine Ahnung, was die Leute für Vorurteile haben, dann schränkt dich das ein in dem Moment, und dann siehst du aber eine weiße Person, die kann das machen, ohne dass es ihr Image ändert, ne? Und das ist so die Diskrepanz, die einfach wehtut. Und deswegen wollen, also deswegen kriegen weiße Menschen einfach Kritik für solche kulturellen Aneignungen. Ich glaube, wenn wir als Gesellschaft uns weiterentwickeln und noch, und das Thema Rassismus viel, also wenn die Leute einfach mehr aware sind über was Rassismus und Mikroaggressionen sind und wir da einfach einen softeren Umgang quasi miteinander haben, ich glaube, dann wird niemand sich mehr irgendwie verletzt fühlen, wenn andere Menschen, auch, die nicht aus der Kultur sind, irgendwie die so kulturelle Sachen zelebrieren. Ne? Aber solange wir da als Gesellschaft noch nicht sind, glaube ich, ist es schwierig, da das zu erwarten von der Community oder von den Communities. Sorry, ich habe das Mikro hier. Deswegen aber danke. Das ist immer ganz süß, das passiert öfter mal. Ja. Also du sagst schon, dass du dir vorstellen kannst, dass das irgendwann auch mal mehr noch das kulturelle Rituale in andere Kulturen aufgenommen werden müssen. Aber es sind erstmal Dinge vorher da, die irgendwie passieren müssen. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch so, wir sind ja super schnelllebig, gerade auch in der jetzigen Gesellschaft mit der Digitalisierung und so weiter, dass es auch vorangetrieben wird und wo mehrere Schritte gleichzeitig gemacht werden und die Schritte werden halt nur so ganz halb gemacht. Ja. Ne? Also, und ich glaube, das ist halt oft auch das Problem, oder? Ja, genau. Also, dass es halt nicht konsequent gemacht wird. Mhm. Ne? Also, zum Beispiel bei den Führungen jetzt, um ein Beispiel zu bringen, wir haben halt auf der einen Seite eine Straße, die irgendwie dem ersten Unabhängigen
unabhängigen Präsidenten in Ghana gewidmet ist. Mhm. Und dann ein paar, also das war gemacht, wurde gemacht, um das Image von dem Viertel, was als Flächendenkmal für die Kolonialgeschichte sein sollte, und was es auch so, das Narrativ so eher romantisiert und glorifiziert, ne? Hat man, um einerseits das Image zu ändern, da den Straßennamen dem Präsidenten gewidmet. Mhm. Und dann ein paar Straßen weiter werden halt Kolonialakteure geehrt noch mit Straßen. Ne? Ja. Und das ist halt inkonsequent auf der einen Seite. Und dann, und solange dann so eine Straßenumbenennung irgendwie 20 Jahre dauert, bis man da mal ansatzweise irgendwo hinkommt, ne? Sowas und tut halt dann weh, ne? Also deswegen, also genau, da gibt es halt einfach noch super viele kleine Schritte, die man machen muss und Sehr gut. Vielen Dank, Dunja, du wolltest, glaube ich, was sagen. Ja. Und zwar hast du jetzt über Weiterentwicklung gesprochen. Ich glaube, korrigiert mich, aber du wirst jetzt eine von dir sein, die das noch mehr, also die Meinung dazu geben kann, und zwar unsere Familie. Mhm. Also es ist ja so, dass nicht jeder sich weiterentwickeln kann. Mhm. Es ist ja so, dass viele sich einfach einen Deckel über den Topf legen oder Kopf legen. Genau. Und wie siehst du das? Also ich meine, die sind ja noch mal die sind ja schon länger, die sind in ganz andere, wie sagt man das, Gesellschaft aufgewachsen, ganz andere Struktur und alles komplett anders. Wie siehst du dazu mit der Weiterentwicklung? Weil ich sehe da, also ich sag wirklich, ich sehe da jetzt nicht so viel. Und das sind ja eigentlich die, die damit abgestempelt sind. Weil zu uns, wir sind ja nochmal modern. Mhm. Das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Welten und zwei unterschiedliche Generationen. Also wenn wir von uns sprechen, können wir uns weiterentwickeln. Aber unsere vorherige Generation macht sich ja verdammt schwer. Ja. Also wirklich verdammt schwer. Deswegen würde mich interessieren, was ihr allgemein jetzt so denkt. Aber du bezüglich, du hast ja schon auch so in der Familie die Erfahrung mit Weiterentwicklung. Ja, voll spannend. Ja. Tolle Frage. Ja, ich finde es auch schwierig, ehrlich gesagt. Also es gibt so Themen, die ich zwar anspreche, aber wo ich jetzt nicht erwarte, dass es wirklich ankommt. Wie zum Beispiel, ich habe letztens meine Mutter darauf angesprochen, dass es zum Beispiel früher gab es, als es mit der Missionierung in Afrika so vorangetrieben wurde, gab es zwei Bibeln. Ja? Das heißt, eine Bibel war für Schwarze und die andere Bibel für Weiße. Und ganz viele Sachen aus der Bibel von Schwarzen wurde rausgestrichen, damit das eigentlich noch eher so die Kolonialisierung unterstützt. Und darauf habe ich sie angesprochen, habe ich gesagt, so, weil sie ist ja voll gläubig und betet auch total oft und so und viel. Das nicht so gut aufgenommen. Also was heißt, sie ist schon offen so dafür. Sie hat auch gesagt gehabt, ja, es gibt viele Sachen, die wir nicht wissen, die damals passiert sind und so weiter. Aber, und das wird halt jetzt erst mit den Methoden, die wir jetzt haben, ne, Internet, und wir recherchieren ja alle super viel und hinterfragen super viel und so. Und da ist sie eigentlich nicht dagegen, aber für sie ist es halt schwierig. Sie kann jetzt nicht ihren Glauben total ändern. Ne? Also und aber dann erwarte ich das auch gar nicht. Für mich ist, glaube ich, eher so die Erwartungshaltung, dass sie weiß, dass ich eine andere Einstellung dazu habe und wir da gar nicht übereinstimmen müssen. Also das ist für mich so, und solange das, weil wir haben das in super vielen Themen, meine Mutter und ich sind wirklich super unterschiedlich. Spannend. Ja, und deswegen, aber ja, dass solange wir halt wissen, okay, Justiz ist so und lalalala und dann ist es für sie okay und für mich ist halt, genau, also meine Erwartungshaltung, ich habe keine Erwartungshaltung gegenüber der älteren Generation. Okay. Für mich ist nur, lasst uns Freiraum, damit wir uns weiterentwickeln können, weil ich glaube, dass so zu stagnieren ist das Schlimmste, was uns passieren könnte in allen Bereichen. Total, voll. Ich denke, wenn man unsere Elterngeneration zum Beispiel anspricht, dann werden die nie sagen, ah nee, wir sind festgefahren im Kopf. Ja. Also, und ich glaube, wenn man jüngere Leute über uns befragt, also ich bin jetzt 30, heißt es halt auch, ja, die ist ja schon alt, die ist ja 30. Mhm. Ich glaube also tatsächlich, dass wir eher eine zielgruppengerechte Ansprache für die Themen finden müssen. Es ist jetzt egal, ob es hier um Alltagsrassismus geht, Sexismus oder wie auch immer, oder auch kulturelle Aneignung, sondern dass es einfach nur für die Zielgruppe designt sein muss. Also dass man vielleicht bei uns die
das Thema schon irgendwie kennengelernt haben, dass man da auf einem höheren Niveau oder differenzierter einsteigen kann, als bei Leuten, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich halt jetzt nicht sagen, oh, bei der Generation über 50 ist Hopfen und Malz verloren. Also auch die Leute können sich noch ändern und sollten sich zumindest mit dem Thema auseinandersetzen, denke ich. Ich glaube, das kommt da auch echt total auf das Umfeld um, ne? Und wie offen man auch irgendwie ist, jüngere oder Meinung jüngerer Menschen zu akzeptieren. Also ich sehe das auch ganz, ganz oft. Also es ist jetzt ein bisschen anderes Beispiel, aber wenn wir auf Panel Talks oder so sind und Miss Germany vorstellen und dann haben wir da die ältere Generation sitzen und die sind da überhaupt nicht offen für und dann denke ich mir halt so, okay, weil wie soll ich euch das dann klar machen, wie sollt ihr das toll finden? So, also da ist dann, das ist halt so eine Sache echt davon, wie offen ist man, wie ja, wie tolerant ist man und ich verstehe mal gar nicht, wie man sich da so schließen kann und das alles gar so von sich fernhalten will, so, weil das ist ja einfach nicht mehr im Zeitgeist, finde ich. Und darauf wollte ich jetzt eingehen, weil ich sag mal so, ich versetze mich gerne in Meinung anderer, auch wenn ich nicht derselben Meinung bin, auch gar nicht davon überzeugt bin, auch niemals der Meinung sein werde, kann ich das trotzdem verstehen. Mhm. Weil ich habe das wirklich jeden Tag, ja, sag ich mal, nicht zu Hause, aber man sieht es auch im Umfeld. Aber man sagt ja auch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist und da ist was Wahres dran. Ist einfach so. Voll. Und ich sag mal so, wir sind alle überzeugt von unserer Meinung und von unserem Mindset. So sind auch die ältere Generation überzeugt von deren Meinung. Mhm. Und dadurch, dass sie älter sind, sind die auch noch mehr überzeugt, dass sie im Recht stehen. Aber ja, das wolltest du dazu sagen. Und man sagt ja auch, wie du auch gerade gesagt hast, natürlich ist jeder fähig dazu, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Die Frage ist nur, ob man sich dafür entscheidet und ob man es will und sich auch wirklich dafür engagiert. Ja, und ja, das machen halt leider nicht viele. Aber im Endeffekt nimmt sich das jeder und wenn man was will, dann kann man es erreichen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Ja, voll. Nur Einsatz. Ja, sehr gerne. Und ich muss auch sagen, dass zum Beispiel bei den Führungen habe ich auch Leute, die Ü70 sind und voll offen sind. Ja. Ja, deswegen, ich finde auch, das sollte man, ach so, sorry. Lena, haben wir noch ein Wasser vielleicht, ein geschlossenes? Ja. Oh, wir haben nur noch 5 Minuten, oh Mann. Was wollte ich noch denn sagen? Genau, ich finde auch, es ist voll wichtig, dass wenn man über solche Themen spricht, dass man eben nicht nur sagt, so, boah, die wollen das nicht und so weiter, sondern es gibt halt auch wirklich Menschen, die sind mega offen, die sind super interessiert und ich finde, denen sollte man halt eben auch so dankbar sein und die sollte es viel, viel mehr, klar sollte es die mehr geben, aber wir sollen trotzdem für die dankbar sein, die es jetzt schon gibt. So, weil es ist ja immer so, dass ich immer, je öfter man drüber spricht und je mehr drüber sprechen, desto offener wird halt alles und deswegen ist es uns halt auch voll wichtig, so Themen auch hier bei Twitch zu besprechen. Ich glaube, unser Chat ist wahrscheinlich ein bisschen irritiert, worüber wir hier sprechen, aber es sind super wichtige Themen. Deswegen aber jetzt erst noch du. Ich habe noch einen Gedanken, also den ich ganz interessant finde, da würde mich auch interessieren, was du dazu sagst. Zum Beispiel, wenn man sich ein Element, zum Beispiel als weiße Person, aneignet von der afrikanischen Kultur, finde ich, hat man immer eine Verantwortung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Cornrows trage, dann habe ich eine Verantwortung der afrikanischen Kultur gegenüber, auch Leuten das näher zu bringen, wo kommt die Frisur her, die Geschichte davon, wie ist wichtig auch in Zukunft damit umzugehen und Leute zu sensibilisieren. Und ich finde, das ist vielleicht ein ganz guter Weg, dem entgegenzukommen. Was meinst du dazu? Dass man dann, wie gesagt, Verantwortung übernimmt und Leute aufklärt als weiße Person. Ja, ich denke, das ist generell voll wichtig. Also nicht nur, wenn es irgendwie um Frisuren oder kulturelle Sachen geht, sondern auch, wenn man sieht, dass irgendwie Unrecht geschieht. Ich bin jedes Mal, wenn irgendwie eine rassistische Situation ist, bin ich immer dankbar, wenn eine weiße Person sich einmischt und sich gegen die andere weiße Person stellt. Ne? Also, und da Zivilcourage beweist, weil ich nicht immer in dem Space bin, dass ich mich selbst wehren kann, ne? Oder selbst wehren möchte. Es kann sein, dass ich einfach müde bin, meine Tage habe, ne? Also alles möglich. Und dann manchmal hast du einfach keine Nerven jetzt dazu, richtig zu kontern. Und wenn das für dich jemand anders übernimmt, dann ist das super wertvoll. Und das zeigt dann auch nochmal, dass du doch auch deinen Platz in der Gesellschaft hier hast, ne? Und hier hingehörst. Und dementsprechend, ja, ich glaube, es ist super wichtig, dass sich weiße Menschen da einfach aussprechen. Ja, so. Weil
Ich finde es super interessant, weil viele weiße Menschen, die zum Beispiel Cornrows tragen oder Dreads oder was auch immer, nie die Intention haben, sich was anzueignen oder jemanden zu enteignen oder jemanden weh zu tun. Das ist zum Beispiel auch meine, also ich würde niemals jemanden verletzen wollen. Ja. Das ist das Letzte, was ich möchte. Und deswegen habe ich meine Cornrows auch geöffnet, weil mir das so leid hat, dass ich Leute damit verletze. Aber ich finde, also zum Beispiel, ich mache das aus Wertschätzung, weil ich finde, die afrikanische Kultur ist so besonders und so reich an Kultur. Das hat nicht jede Kultur, ne? Auch so viele tolle Elemente und tolle Werte, die sie vertreten. Und wie gesagt, das wäre halt ein Gedankengang, dass man vielleicht dem entgegenkommt und sagt, so, ich leiste meinen Beitrag und ich kläre die Leute auf, so, die Frisur hat eine lange Historie und ist super wichtig. Genau. Ich glaube, ganz kurz, Dunja, du kannst auch gerne noch was sagen. Ich glaube auch, dass es echt dann so eine Art, also ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist da halt so die Kommunikation und wie wertschätzend man eben damit umgeht und vor allen Dingen, wie informiert man ist. Also du zum Beispiel, du weißt ja um den Background, aber ich glaube leider, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die das einfach machen und dann nicht damit halt respektvoll umgehen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und deswegen, ich glaube, da fehlt einfach viel Aufklärung. Ich glaube, oft ist das gar kein böser Wille, aber auch genauso wie, das habe ich auch jetzt im letzten Camp total gelernt, das ist ein anderes Thema, aber der Umgang zum Beispiel mit queeren Menschen. Also da das Wording zum Beispiel oder manche Fragen, die sind so krass verletzt und ich wusste das überhaupt nicht. Manchmal weiß man wirklich nicht, was man eigentlich ausstrahlt und was man damit demjenigen für ein Gefühl gibt. Und ich glaube, das ist halt dieses Miteinander sprechen und man hat dann manchmal so Hürden, mit jemandem sich auszutauschen, der außerhalb seines Komfortbereichs irgendwie liegt. Und deswegen ist es halt uns bei Miss Germany auch so wichtig, so eine Plattform zu sein, um eben auch so Gruppen zusammenzubringen. Das wäre ja auch schon das Vier-Ohren-Modell von Schwestern können, das mit dieser emotionalen Appell. Also das ist auch wirklich das, was du gerade sagst. Manche wissen gar nicht, wie die es aufnehmen sollen. Und du willst es eigentlich so auf weitergeben, aber die nehmen es komplett anders. Ja. Worauf ich aber eigentlich raufgehen wollte zum Schluss, weil wir ja nur noch ein paar Minuten haben. Genau. Und zwar finde ich, bitte alle eure Meinung dazugeben oder korrigieren, finde ich das immer, also ich glaube, dass die afrikanische Kultur zu oberflächlich erzählt wird, weil ich bin auch Afrikanerin. Ja. Und unter Afrikaner versteht man schwarze Leute. Ja. Aber es ist nicht so. Ja. Die Afrika ist genau einfach nur ein Kontinent, wie Europa. Ja. Woher kommst du nochmal? Kongo. Ich komme aus Tunesien. Das sind einzelne Kulturen. Ja. Afrika ist doch nur das Kontinent. Ja. Deswegen wird dadurch auch viel widersprochen und viel geurteilt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, ich glaube, wir sind derselben Meinung. Aber, ja, voll. Ja, das wollte ich sagen. Da ist es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen und dass beide Parteien, also die afrikanische Kultur und auch zum Beispiel weiße Leute, offen sind, beide Seiten also zu diskutieren und darüber zu reden. Und deswegen finde ich auch toll, dass wir das hier machen in dem Format, weil man muss sich gegenseitig zuhören, gegenseitig empathisch sein und dann kann man so einen Mittelweg finden. Ja, total. Ja. Ich weiß nicht, Shanna, wolltest du noch was sagen? Nicht so richtig wichtig, aber es ist halt wie wenn man sagt, ja, die Europäer und dann vergleicht man halt auch irgendwie Finnen mit Portugiesen. Ja. Also das ist halt auch, das habe ich halt wirklich sehr, sehr früh gelernt, dass Afrika kein Land ist, sondern Afrika sind, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Nationen, 55 mit ihrer eigenen Kultur und das kann man halt genauso wenig pauschalisieren und allein das ist schon schwierig, aber andere Geschichte nochmal. Ja, voll. Ich glaube, nein, also ich finde, das ist ein total spannender Punkt und auch wieder voll viel dazugelernt, weil ich hätte das jetzt halt zum Beispiel nicht gedacht. Also das sind halt auch wieder, das ist ja nicht wirklich ein Vorurteil. Ich finde, Vorurteil ist auch mal so negativ, ne? Ja. Aber es ist einfach Unwissenheit eher, ne? Ja, deswegen. Also auf jeden Fall schon wieder was gelernt. Ich würde sagen, vielen Dank für diese Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War schön mit euch und ich verabschiede euch jetzt. Ihr seid entlassen. Und wir sehen uns bestimmt später nochmal. Und ganz viel Spaß noch. Ja, schön, Dankeschön, das kannst du mir geben. Ciao. Okay, Shanna bleibt. Ah ja, witzig. Also es finde ich auch gut, dass alle Bescheid wissen, außer ich. Ich habe das nämlich gar nicht gerallt. War die Karte, die ich dir noch gegeben habe. Schön. Ja, Shanna, also deswegen, ich hoffe, es war jetzt fein, dass du auch in dem Talk dabei warst. Ich meine, das war ja bis letzte Woche noch Redlocks, also alles in Ordnung. Achso, sehr gut, sehr passend. So, jetzt suche ich nochmal die richtige Karte. Pass auf.
So, ja, genau. Also für den lieben Chat, ich stelle Shanna noch mal ganz kurz vor. Und zwar ist nämlich Shanna Winzerin und Jägerin. Und zwar ist sie eine der 10% Jägerinnen in Deutschland. Und auch Nachhaltigkeit steht bei dir im Fokus. Und als Jägerin und Winzerin möchte sie anderen Menschen dazu ermutigen, sich mehr Gedanken um unsere Erde zu machen. Erzähl mal ein bisschen, wie ist dazu gekommen? Also grob gefasst ist das alles schon mal richtig. Sehr schön. Mir ist es relativ wichtig, weil alle Themen, die hier gerade besprochen werden und für jede Einzelfrau, die hier irgendwie steht, die hat ihr Herzensthema. Ja. Aber bevor das alles kommt, haben wir halt den Klimawandel und wir haben den Schutz unseres Planeten. Ja. Weil es ist wunderbar, wenn wir über Gleichberechtigung reden, wo ich auch vollkommen für bin. Ja. Aber wenn wir keinen Planeten mehr haben, auf dem wir leben können, wenn wir kein Essen mehr haben, deshalb muss das Thema Klimawandel, das Thema Nachhaltigkeit, muss wesentlich mehr in den aktuellen Fokus gerückt werden. Ja. Es ist ein riesengroßes Problem, weil wir haben gerade einen Ukraine-Krieg, wir haben eine Inflation und so weiter und so fort. Ich weiß, das wirkt alles sehr dringend. Ja. Aber tatsächlich müssen wir auf das, was uns so weit weg vorkommt, jetzt konzentrieren, weil sonst ist es zu spät. Ja. Und wir haben einerseits die politische Ebene, wir haben die wirtschaftliche Ebene, aber wir haben halt auch diese gesellschaftliche, persönliche Ebene. Und da möchte ich halt einfach aufzeigen, so jeder von uns macht einen Unterschied mit seinem Konsum oder mit ihrem Konsum, was wir im Supermarkt kaufen, wo kommen unsere Produkte her, welches Fleisch konsumieren wir, womit wir beim Thema Jagd wären. Ja. Und halt auch, wie die Zusammenhänge sind. Also es gibt ganz viele Sachen, die halt zusammenhängen, wo man erstmal nicht drüber nachdenkt. Auch Sachen wie der ökologische Fußabdruck. Ja. Dass es teilweise sinniger ist, in Anführungszeichen, ein Obst halb um die Welt zu schippern, als das Obst in Deutschland zu lagern und es dann als lokal das Obst zu verkaufen. Mhm. Also wir müssen da auf gesellschaftlicher Ebene wesentlich stärker reflektieren. Und ich möchte halt einfach darauf hinweisen. Ja. Und das Weingut oder die Weinberge, die wir haben, die Natur, in der wir arbeiten und auch das Revier, wo ich jage, ist ja der gleiche Platz. Und das ist halt ein schöner Mikrokosmos, um das alles ein bisschen zu bebildern, um die Sachen halt zu zeigen und zu sagen, okay, so funktioniert das im Kleinen, für mich persönlich, aber es hat eine Leuchtturmfunktion und eine Inspiration nach außen für Leute, die vielleicht andere Lebensinhalte haben, aber vielleicht was davon mitnehmen können, weshalb ich das Ganze auf Social Media aktuell schon mache und halt ganz, ganz stark auch über das Thema Jagd rede, weil wie gesagt, es ist vielen Leuten abhanden gekommen, weil es halt einfach nicht jeder in Deutschland macht und keinen Kontakt dazu hat. Aber es ist halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor und halt auch eine Sache, über die geredet werden muss. Es ist eine Beschäftigung oder eine Tätigkeit, die Erklärungsbedarf hat und das möchte ich halt hier auch so exemplarisch für das Thema Nachhaltigkeit mit reinbringen. Ja, direkt, ich habe 1000 Fragen. Also, Jägerin, ich finde es super spannend. Erste Frage, ist das auch ein Vollzeitjob? Theoretisch? Theoretisch gibt es den Berufsstand Revierjäger oder Berufsjäger. Das ist eine dreijährige Ausbildung, ein Jahr Schule, zwei Jahre Ausbildungsbetrieb. Ja. Und dann kann man das als Vollzeitjob machen. Okay. Die meisten Jäger und Jägerinnen in Deutschland machen das allerdings in ihrer freien Zeit. Ja, das heißt, ist jetzt auch das, was ich jetzt so... Genau, das ist ein Ehrenamt. Also das wird oftmals fälschlicherweise als Hobby bezeichnet. Mhm. Wenn man sich allerdings die Statistiken anguckt, die wenigsten Sachen, die man da draußen in der Natur macht, würde man als Hobby bezeichnen, weil es halt eher Arbeit ist. Das ist Arbeit, die man in seiner freien, arbeitsfreien Zeit dann macht, um halt zum Beispiel die Biodiversität zu fördern. Ja. Man ist im Revier und legt dann Wildecke an, also Wiesen, wo bewusste Kräutermischungen draufstehen, damit Tiere dort was zu fressen finden. Also auch Insekten, Vögel oder auch Wildtiere, dass wir eine Lebensgrundlage schaffen. Wir schaffen dort Deckung. Ja. Wir machen solche Sachen wie, wir stellen Salzlecken auf, wo man erstmal denkt, wieso das denn? Damit das Reh das Salz lecken kann, weil es das für den Haarwechsel zum Beispiel braucht. Also es ist nicht dieses Klischee von, wir töten Tiere, sondern das Erlegen von Tieren ist ein ganz kleiner Bestandteil von der Sache. Aber das Pflegen und Hegen von den Tieren, was hinten dran steht, ist erstens Aufgabe der Jägerschaft und nimmt zweitens einen Großteil der Zeit ein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich frag mich tatsächlich immer... ich glaube, es ist auch so ein Vorurteil. Warum müssen da Tiere getötet werden? Also das ist immer so, ich glaube, das ist eine Frage, die du immer hörst. Natürlich. Aber trotzdem, warum ist es so? Also es gibt so ein paar Hauptgründe für die Jagd, die ich einfach aufzählen möchte, weil es halt wichtig ist. Die haben die Seuchenprävention. Ja. Also Tiere müssen erlegt werden, um Seuchen zu verhindern. Wäre aktuelles Beispiel die afrikanische Schweinepest oder auch so Sachen wie Räude oder Staupe, was zum Beispiel der Fuchs bekommt. Dann haben wir die Wildschadensprävention. Das heißt, wenn es zu viele Wildtiere gibt, bekommen die Landwirte oder auch wir Winzer, die Ernte weggefressen. Ja, klar. Und wir müssen ja auch von irgendwas leben. Klar. Nächste Sache ist Unfallprävention. Gibt es zu viel Wild, rennt das Wild auf die Straße. Ja. Und dann ist es meistens nicht direkt tot, sondern stirbt elendig. Ja. Dann
ganz wichtig, die Biodiversität. Ja. Deshalb ist das eine nachhaltige Sache, eine sehr, sehr wichtige Sache, weil wir den Tieren, die aufgrund von unserer Lebensweise, aufgrund von unserer sehr starken Landwirtschaft vielleicht gar keine Grundlage mehr haben zum Leben, dass wir die halt schützen und ihnen helfen, dass sie eine Lebensgrundlage haben. Ja. Ich glaube, ich habe ein Motiv vergessen. Aber nicht Essen. Schlimm. Essen. Ja. Ein gutes Lebensmittel. Fleisch. Ja. Wildfleisch ist ein gutes Lebensmittel. Man weiß, woher es kommt. Ja. Es ist nicht belastet mit Pestiziden. Es ist nicht schlecht für die Umwelt. Es ist für mich die Alternative, die ich esse. Also ich war 10, 15 Jahre Vegetarier. Wow. Und habe dann gesagt, gut, ich habe jetzt den Jagdschein und das, was ich erlege, esse ich auch. Krass. Und da bin ich auch bis heute bei geblieben. Also ich esse nur Wildfleisch, weil ich finde, das ist in Sachen Klima und in Sachen Nachhaltigkeit vertretbar. Ja, ich finde es super spannend. Das frage ich mich tatsächlich auch oft. Also wenn man Jäger oder Jägerin ist und man dann die Tiere halt erlegt, aber selber nicht quasi weiter, ich sag jetzt mal, verarbeitet. Wo ist es denn so, man ruft dann den nächsten Fleischer an und sagt, hey, hier, ich habe hier was für dich? Oder wie läuft das? Was passiert dann damit? Damit sind wir auch schon wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das ist eine persönliche Entscheidung. Also es gibt Leute, die sagen, gut, ich erlege jetzt das Tier und danach macht der Rest jemand für mich. Mache ich nicht. Mhm. Ich persönlich sage halt, okay, ich habe dieses Tier getötet und ich möchte es gerne so ganzwertig wie möglich verwerten. Ja. Das heißt, ich nehme das Tier mit nach Hause, ich öffne es, ich nehme die Innereien raus. Das machst du auch alles? Ja. Krass. Ich entferne dann das Fell, also ich schlage es aus der Decke, heißt es dann. Mhm. Ich zerlege das Tier. Ich friere mir das dann zum Teil ein, ich gebe einen Teil zum Metzger und lasse es verwursten oder verwurste es selbst. Mhm. Wenn ich es verkaufen möchte, muss das der Metzger machen. Wenn ich es selbst benutzen möchte, darf ich das machen. Hast du das, sorry, jetzt muss ich die ganze Zeit unterbrechen, weil ich habe so viele Fragen. Hast du dir das alles selber angeeignet, da Wurst zum Beispiel draus zu machen? Wow. Also ein bisschen was lernst du im Jagdschein. Mhm. Aber es ist halt auch ganz viel Eigenmotivation. Ja. Also bei mir war es dann so, gut, ich nehme jetzt von einer Gesellschaftsjagd zum Beispiel bewusst ein Schwein mit. Ich kaufe mir ein ganzes Schwein, um das zu Hause zu üben. Um zu sagen, okay, so verarbeite ich ein Schwein. Damit die Fleischstücke, die ich schneide, dass die gut aussehen. Dass es halt ein schmackhaftes Lebensmittel ist. Ja, klar. Und für mich geht es halt danach auch weiter, dass ich sage, ich versuche halt alles noch weiter zu verwerten. Mhm. Das heißt, die Schädel koche ich teilweise ab und verschenke sie oder verkaufe sie auch zum Teil. Die Läufe, also vorne die Hufe quasi, auf denen ein Reh steht, die bekommen meine Hunde zum Knabbern. Das machen die ganz gerne. Mhm. Und mein Ziel ist halt einfach das Tier, das ich halt leider sowieso töten muss, aus verschiedensten Gründen, dass es das zumindest einen sinnvollen Tod hat und dass ich es möglichst ganzwertig verwerte. Ja. Und das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie im Wald spazieren gehe, bekommt jeder Jäger, jeder Jägerin so ein eigenes Gebiet? Weil das habe ich mich auch immer gefragt. Wie kann da ein Überblick, also woher wisst ihr denn jetzt, okay, wir haben gerade zu viel Rehe? Also, weil die ziehen ja auch weiter, oder? Oder tatsächlich ist ein Reh relativ standorttreu. Okay. Also, die haben so ihr Wohnzimmer, Küche, Bad in einem gewissen Radius, je nachdem, wie das Revier beschaffen ist. Ja. Und da bleiben die auch. Ah, also, ich kann ganz klar sagen, okay, die fünfte Reihe von rechts, da steht ein Reh drin. Hätt in den Weinbergen. Also, die sind sehr standorttreu. Ja. Und prinzipiell ist das System in Deutschland so, dass du dir quasi dein Jagdrecht mietest. Mhm. Das heißt, du pachtest ein Jagdgebiet und zahlst dann dort einen jährlichen Betrag, um das Jagdrecht dort ausüben zu dürfen. Ah. Und wenn du das machst, weißt du natürlich, wo leben die Rehe, wo sind bei mir eher mal die Schweine, wo sind die Hasen unterwegs, das weißt du dann. Mhm. Andere Möglichkeit ist, dass du ein kleineres Entgelt zahlst und sagst, ich gehe zu jemandem und bekomme einen Begehungsschein. Okay. Das heißt, ich bekomme dort das Recht in einem Revier. So ein bisschen wie beim Angeln, oder? Ja. So ähnlich, oder? Wir angeln nur ein bisschen größer und ein bisschen komplizierter. Ja. Also du kannst ja theoretisch dir auch das Recht einkaufen, dass du dort irgendwo mitarbeitest oder mitjagst, wie es halt gerade für den persönlichen Lebensstil passt und was einem wichtig ist. Und wer kontrolliert das? Wird das kontrolliert? Weil definitiv. Also es ist, jetzt kommt eine Bredouille, ich glaube, es ist die untere Jagdbehörde. Okay. Also wenn du ein Revier pachtest, wird es bei der unteren Jagdbehörde angemeldet. Mhm. Das ist halt einfach eine Verwaltungsinstanz des öffentlichen Dienstes. Ja. Und das kriegst du dann auch in den Jagdschein eingetragen, von wegen, du hast gepachtet dort und dort. Mhm. Für einen Begehungsschein hast du letztendlich nur ein Blatt, was der Pächter unterschrieben hat, meine ich. Mhm. Und da ist halt die Frage, theoretisch kann das die Polizei kontrollieren, theoretisch kann das der Pächter kontrollieren. Ja, okay. Also so auf der Basis läuft das, glaube ich, aber darauf darfst du mich nicht festnageln. Okay, nein, um Gottes Willen. Mich hat es einfach nur interessiert, weil ich finde auch, es ist halt wie gesagt so ein Job, der nicht so greifbar ist. Und ist es auch manchmal, das stelle ich mir auch vor, schon manchmal auch ein bisschen gruselig allein im Wald, oder? Also bist du tatsächlich auch allein oder hast du schon so jemanden, mit dem du auch mal unterwegs bist? Macht man das eher alleine oder wie läuft das so? Kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn wir jetzt bei der Ansitzjagd sind, also bei dem, was man sich so vorstellt, ich gehe auf den Hochsitz, sitze da und warte auf ein Tier, dann ist das meistens, dass man es alleine macht. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier vorbeikommt, ist natürlich höher, wenn man leise ist. Ja.
Vorteil ist bei mir, wo ich wohne, wo wir auch jagen, wir haben Weinberge. Wir haben nicht so viel Wald. Das heißt, es ist relativ übersichtlich, es ist nicht ganz so gruselig. Ja. Ich war jetzt aber auch gerade in Sachsen zum Beispiel. Und Sachsen ist ja voll mit Wölfen. Ja. Und da kommt dann eine ganz andere Angst dazu, weil dann ist es so, okay, ich habe zwar eine Waffe in der Hand, aber wenn da jetzt ein Wolf kommt, Klar. Also es ist immer so eine Mischung aus, was macht dein Kopf mit dir, wie viel Paranoia ist da und wie viel realistische Gefahr ist da. Ja. Also an sich ist es eigentlich nicht so wild. Ja, okay. Und hast du so eine Story oder so jetzt kurz zum Schluss nochmal, die so deine spannendste Story, die du so im Jagen erlebt hast, wo du echt so einen richtigen Adrenalinkick hattest? Gibt's die? Das ist, also ich kann dir jetzt keine einzelne Story bieten, wo ich sage, das ist die. Ja. Was für mich immer sehr spannend ist, ich habe ja Hunde zu Hause, mit denen ich ganz... Was hast du denn für welche? Drei Deutsch-Stichelhaar, das sind so große, wuschelige. Okay. Und zwei Dackel. Wow, 5 Hunde? Ja, es ist ein bisschen viel. Kommen die alle mit auf Jagd? Der Älteste kann jetzt nicht mehr, weil er leider krank ist. Okay. Und die Jüngste ist jetzt gerade 16 Wochen alt. Die habe ich auch nur behalten, weil es der einzige Welpe war, den meine Dackeldame bekommen hat. Oh, und da musste ich den behalten. Ja. Ist halt so. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, bei Gesellschaftsjagden gehe ich mit meinen Hunden quasi in den Wald und meine Hunde stöbern dort das Wild auf. Mhm. Und das ist halt immer so sehr, sehr spannende Momente, weil du stehst da teilweise bis zum Bauch in Hecken. Wow. Und du hörst halt nur, irgendwo kommen gerade Tiere und im nächsten Moment steht ein 50 Kilo Wildschwein vor dir. Und das ist halt immer so... richtiger Adrenalinkick, ne? Egal wie oft du das machst, das ist halt immer wieder beeindruckend, wenn du dann diese Riesentiere, die dort irgendwo im Wald wohnen, auf einmal direkt vor dir stehen hast. Ja. Und das ist halt wirklich toll, wegen der Arbeit mit den Hunden zusammen, was deine Hunde oder was meine Hunde da leisten. Ja. Und dieses Naturerlebnis mit der Anstrengung, das ist eine ganz besondere Kombi Sache. Einfach, ne? Ja. Nicht für jede Person, aber... Nee, genau, aber für dich jetzt. Also wenn also ich das in dem so Fall, höre, also klar, diese Sache im Wald, diese Drückjagdgeschichte, das ist die körperliche Anstrengung. Das gibt mir ganz viel zurück, um auf dieses Naturerlebnis und so nah an den Tieren zu sein. Das ist ein Privileg. Ja, wow. Also man merkt auf jeden Fall, dass du richtig für das Thema brennst, Shanna. Danke, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Wir sind tatsächlich, haben jetzt mal eine Viertelstunde richtig gut genutzt. jetzt weiß ich auf jeden Fall besser Bescheid. Ich hoffe, ihr im Chat auch. Danke, dass du noch ein bisschen länger geblieben bist. Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir viel Spaß. Eine Sache noch, wenn irgendwelche Fragen sind, weil das ist mir sau wichtig, gerne auf Instagram schreiben. Also wir verlinken euer Profil, dein Profil dann auch nochmal. Ja, nicht Fragen lassen. Ja, mega toll. Also, wer Fragen hat, bitte bei Shanna melden. Gerne. Super, ich nehme dir das ab. Danke, Shanna. Moment, meine Jacke noch? Ja, gerne. Und mein Trinken. Und. Und bis später dann. Tschüss. Tschüss.